Willkommen hier zum Mixel Unboxing auf meinem Kanal und heute habe ich hier alle vier Big Tins der Top Smash Decks Champions League Serie am Start. Die Lava Mega Sammeldose, die Aqua Mega Sammeldose, Atom und Blitz. Und dieses Design ist absolut brutal. Ich habe ja schon alle vier Mini-Tins geöffnet und die Big Tins sind nochmal, keine Ahnung. Also alleine diese Blitz-Tin-Dose, ne? Die Blitz-Tin-Dose, die fühle ich sowas von mega, mega, mega mäßig. In einer Mega-Sammeldose sind 66 Karten, drei goldene Limis und eine exklusive Limi. Also je nachdem, halt Blitz ist es die exklusive Blitz-limitierte Karte, Lava ist es die exklusive Lava-limitierte Auflage. Hashtag Bubble. So, Lightning Megatin. Leute, diese. Oh, heftig. Einfach nur geil designt. Und ich habe Bock, die Megatins jetzt auszupacken. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ihr könnt sehr gerne zu Beginn des Videos einen Däumchen nach oben da lassen. Und falls ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr auch sehr gerne hier kostenlos abonnieren. Sind da Päckchen drin oder ist das. Oh, guck mal. Das ist ein bisschen anders gemacht. Das sind zwei solche, ja, dicken Packs. Und dann ist hier nochmal das Limi-Pack wahrscheinlich. Mit den Limis. Also hier die Lightning Limited Edition von Raheem Sterling. Also die Blitz Limi von dem englischen Wirbelwind. So, aber ich muss erstmal. Online-Code kommt zur Seite. Sind das jetzt die. Das sind die Limis. Okay, wir haben direkt hier alle Limis. Also Raheem Sterling, Lightning Limi. Dann Eden Hazard haben wir hier als Limi. LE26. Dahinter ist ein Leroy Sané versteckt, auch sehr, sehr nice. Habe ich, glaube ich, alle noch nicht hier. Und einen Wesley Fofana. Wesley Fofana, extrem geil, dass man halt insgesamt vier Limis in einer Megatin-Dose bekommt, ne? Mal gucken, was wir hier ziehen. Ist das einmal mit Powercard und einmal... Sind das jetzt alles Powerkarten? Ich wollte schon sagen. Sind nicht alles Powerkarten, aber... Wieso sind das zwei... Und hier nochmal, hier sind auch nochmal Powerkarten drin, WTF. Und wir starten hier mit einer Crystal von Phil Foden. Crystal Phil Foden ist extrem nice. Komm, lege ich hier unten hin. Basekarten gehen wir ein bisschen schneller durch, beziehungsweise kann ich jetzt auch überspringen, weil wir haben vier Megatin-Dosen, Leute. Wir haben vier Megatin-Dosen, wir müssen das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Coates und Mendes. Next Gen von Williams. Jesus und Torres. Oh, 101, Lewandowski, die beste Karte, die stärkste Karte in der Serie, Robert Lewandowski, perfekt, 101, ach du heilige Scheiße, okay, das geht gut los hier, Mittelfeld Masterclass, Bruno Fernandes, Bravo, Isaac, Kai Havertz, Signature Style, Keylor Navas und Kevin De Bruyne, Masterclass, eieieiei. Adnan Januzaj, jetzt geht's weiter mit der nächsten Crystal. Wenn wir hier zwei Club 100 Karten in einer Tindose ziehen, ne, das wäre zu heftig. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Evans und Thomas, Man of the Match Isaac, Angelino, Tarabt, Marc-André Ter Stegen, Jordan Henderson, Signature, Erling Haaland als Goalmaschine, Remiro und Lenglet als Warrior vom FC Barcelona. Guckt euch mal an, ne, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Powerkarten in einer Mega-Tin-Dose. In einer Mega-Tin-Dose. Und wir machen weiter. Und die Lava sieht auch extrem geil aus. Die Lava-Mega-Tin sieht auch extrem geil aus. Und hier wieder der gleiche Aufbau. Zwei solcher Packs. Oh, Bruno Fernandes. Leute. Ich bin einfach nur sprachlos, wie diese Karten aussehen. Wirklich. Extremst, extremst heftig, Mann. Extremst, extremst heftig. So, die lege ich hier einmal weg. Und dann haben wir natürlich die Lava Limi Bruno Fernandes. Sehr nice. Und dahinter wartet ein Ferran Torres, ein Felipe Coutinho und ein Erik Lamela. Coutinho hatte ich schon in der Mini-Tin, glaube ich. In einer der Mini-Tins. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Basekarten und die Crystal von Ricardo Pereira. Base. Ist hier wieder eine Club 100 Karte drin? Hier ist wieder, ist in jeder Megatin-Dose eine Club 100 Karte. Man of the Match Isaac, Angelino, Coates Mendes und es ist
Ruben Dias. Ich glaube, Ruben Dias liebt mich, weil ich Ruben Dias jetzt schon, glaube ich, zum 10. Mal gefühlt gezogen habe. Rakitic, Phil Foden, Van Dijk, Felipe, Gio Reyna und Heung-Min Son von Tottenham. So. Dann geht's weiter mit noch einer Crystal und das ist, oh, N'Golo Kante, sehr nice. Basekarten überspringe ich wieder und dann geht's weiter hier mit Araujo, Gomez und En-Nesyri. Nochmal Ruben Dias, Club 100. Ich habe gerade gesagt, Ruben Dias liebt mich und jetzt ist das der perfekte Beweis dafür, dass mich Ruben Dias einfach liebt. Leute, Ruben Dias und ich sind beste Freunde. Jude Bellingham am Start, Keylor Navas, De Bruyne und Tielemans. Ich kann mich, glaube ich, ich kann meinen Kanal umbenennen in Dias United. Ruben Dias United. Aqua. Aqua Mini-Tin. Von den drei Tins, die ich jetzt geöffnet habe, finde ich Aqua am schlechtesten. Aber trotzdem noch gut, wisst ihr? Aber halt von den dreien halt am schlechtesten. Aber die Karte sieht trotzdem wieder geil aus. Mit dem blauen Trikot. Christian Pulisic von Chelsea. Und wenn ich das sehe, Mittelfeld. Ne, Defender Paris. Ah, okay, ich wollte schon gerade sagen, ich habe gedacht, es ist Dings hier. Marco Verratti, Limi. Aber Defender kann es eigentlich nicht sein. Aber wir starten erstmal sowieso mit Christian Pulisic, Aqua Limi. Bing Bong. Dann Paul Pogba, Ansu Fati und Kimbembe. Alle drei habe ich noch nicht. Extremst geiles Limi-Pack hier. Extremst geiles Limi-Pack. Muss man ja mal sagen. Mal schauen, was wir hier jetzt drin haben. Oh, wir haben das Logo von Barcelona als Crystal. Ich glaube, ich habe noch nicht eine Crystal-Karte mit einem Logo. Und jetzt ist die erste am Start. Und? Oh, so eine Shield-Karte. Eine Pro-Elite-Karte von Mo Salah. Mo Salah Pro-Elite. Dann hier noch ein Henderson Jones, Heuberg, Next Gen, Lodi, Kovacic, Verratti, Courtois, Ederson, Thiago Silva und Ander Herrera. Schmeckt. Heritage von Jude Bellingham. Dann Crystal-Karte von Luka Modric. Die überspringen wir. Keine Club 100 diesmal. WTF, in der Lava Megatin hatten wir zwei Club 100 Karten. Und hier nicht eine jetzt, Alter. Goretzka und Saul Niguez hier ganz hinten noch raus. Aber guckt euch mal diesen dicken, fetten Powerkartenstapel an. Wir haben so viele Powerkarten. Wir haben so viele. Heftig, Mann. Und die letzte Megatin, das ist die Atomic Megatin. Atomic Megatin. Und da ist ein, ja, schöner Mbappé dabei. Kylian Mbappé. Und Bayern-Angriff, oh. Oh, nicht nochmal Sané, bitte nicht. Nicht nochmal Sané. Gibt's noch eine andere Limi von dem Bayern? Kylian Mbappé. Oh, Kai Havertz, habe ich bis jetzt auch noch nicht gezogen. Eden Hazard. Und es ist leider nochmal Leroy Sané. Aber Kai Havertz ist ein geiler Pull. Kai Havertz ist definitiv ein geiler Pull. Und was kriegen wir hier? Einen Luke Thomas als Crystal. Baseguard überspringe ich. Und es ist hier, ey, Donny van der Beek, du hast dich da oben hingeschlichen. Du musst da unten hin. Next Gen, Ferran Torres. Azpilicueta, James Lukaku. Alderweireld, Antonio, Madison, Varane, Erling Haaland und den Namen, den ich nie aussprechen kann. So, jetzt nochmal zum Abschluss eine schöne C100-Karte, komm. Nochmal zum Abschluss eine schöne, geile Club 100 Karte. Pablo Sarabia Crystal. Ja, da kommt eine. Nochmal zum Abschluss eine schöne Club 100. Parejo, Lewandowski, Musiala. Next Gen von Diallo. Und die Club 100 Karte kommt von Mason Mount. Immerhin kein Ruben Dias. Lewandowski, Keylor Navas, De Bruyne und Juri Tielemans. Guckt euch dieses schöne, geile Bild hier an, Jungs. Mit den ganzen Limis, die geilen Limis hier oben mit Sterling, Bruno Fernandes, Pulisic, Mbappé. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Das soll es dann gewesen sein mit dem heutigen Unboxing. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.